that sure there's a way. The water's so still, and my pain's gone away. The air is much cleaner after it rains. Follow my love, the scent it's in spring air. Follow the moment to the sun. There's a call for new beginnings here. Let the sorrow of yesterday disappear. Let your body be new. I'm a wanderer of the soul. Before the end, I plan to behold. But I know I'll lose myself along the way. What's gone is gone. What's past is past. Let me leave what belongs in the past. The road ahead is quite unclear. Hi Freunde, heute ist der erste Tag, wo ich mal wieder filmen kann. Ihr wisst ja, Perry und ich haben nach vier Wochen Urlaub jetzt angefangen zu arbeiten. Da brauche ich einfach ein paar Tage wieder reinzukommen. Aber wir sind jetzt wieder voll dabei. Passt auch alles. Und heute kommt endlich mal wieder die Sonne raus. Das heißt, ich werde nachher ein bisschen schlafen und weiterarbeiten. Amy ist auch schon hier draußen. Gedu tobt hier rum, dem Holz auch. Und ja, es hat sich jetzt nicht so viel getan. Zeitlich hatte ich jetzt nicht so viel Zeit, noch im Garten rumzuarbeiten. Und bei Regen und sowas auch keine Lust, muss man auch ehrlich sagen. Aber heute geht's. Ich zeige euch jetzt noch die Einliegerwohnung, denn es wurde tapeziert und gestrichen und das Ergebnis lässt sich definitiv sehen. Also, kommt mit. Fahrzeuge! Was ist da? Fahrzeuge. Fahrzeuge? Ja. Schön gestrichen, tapeziert. Das wird ja das Bad. Hier hat man Platz für Waschmaschine, Trockner. Und auch eine Regendusche hin. Klein, aber fein. Und ein Abzug. Wie die Luft, nicht dass es hier schimmelt. Die gleichen Raumthermostate haben wir oben auch schon verbaut, sind jetzt hier nur aus. Und das ist die Einliegerwohnung. Wie gesagt, war eine Menge Arbeit, aber es hat sich doch gelohnt. Überall mit Deckenspots, dass man keine Raumhöhe verliert. Hier geht man ins Schlafzimmer rein, hat hier schön Platz für einen großen Schlafzimmerschrank, Ehebett, mehr braucht man doch nicht. Der Raum, das war echt eine Menge Arbeit, ihr wisst ja, Drainage verläuft hier drin, neue Betondecke, alles drum und dran. Die Außenwände schön abgedichtet. War nicht ohne die Investition, aber was muss, muss. Ich hoffe, meine Schwiegereltern fühlen sich hier wohl. Dann hat sich der ganze Aufwand auf jeden Fall gelohnt.
Treppe wurde tapeziert und gestrichen. Jetzt sieht es doch ganz super aus, oder? Wäre die Baustelle auch fertig. Das ist unsere Wärmepumpe in Betrieb. Ihr hört, sie ist nicht ganz so laut, kann ein bisschen lauter werden, aber nicht störend. Und vor allem, wenn man die Tür zu hat, hört man gar nichts. Ich bin kurz leise. Wirklich nicht laut. Wenn die ganzen Abdeckungen und Schalldämmung weg ist, dann ist sie echt laut. Aber da hat Weishaupt einen guten Job gemacht, hört man kaum was. Ich zeige euch jetzt noch die Außenanlage, die ist auch recht leise. So laut ist die Außenanlage. Wenn man jetzt hier knapp 1,50 Meter weg ist, hört man sie noch leise. Circa 4 Meter weg. Ist auf jeden Fall nicht störend. Und ihr seht, hier hat sich einiges getan. Am Projektebene Fläche hier. Hier in der Mitte muss noch ein bisschen abgegraben werden. Eventuell tue ich das auch nach oben. Denn vor der Mauer ziehe man eine neue mit Schalungsteinen hoch. Und hinten will ich ein bisschen Erde aufschütten. Von unten. Damit ich das nicht entsorgen muss, ein bisschen Geld spare und vor allem das hier nicht nochmal alles abtragen muss. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und der Bereich wird ja auch eben. Hier tragt man aber Erde drauf quasi von unten, dass wir hier nur noch ein bisschen eventuell abgraben müssen. Also, geh mal kurz in deinen Garten, hol die Säge, oder? Zeig mir mal dein Reich. Das ist Ediks Reich. Wie es hier mal aussah, er hat hier eine Menge Arbeit reingesteckt. Wie gesagt, das hier ist unser Georgenberg. Den sieht man bei mir aus dem Büro sehr gut. Muss ich mal demnächst wieder besteigen hier. Edi war schon fleißig, hat schon seine ersten Setzlinge gesetzt. Einfach mega hier, schön ruhig, wie ihr hört. Keine Autos, hört man nicht. Nur die Natur. Damit macht Edik die geilsten Schaschlik-Spieße, die ich hier gegessen habe. Rezept gibst du mir immer noch nicht, oder wie? Komm schon. Ja, aber seit Jahren zeigst du es mir nicht. Das Rezept kriege ich noch, keine Angst.
wunderschön heute. Das ist Pfullingen, Freunde. Macht Spaß mit dem schönen Wetter heute. Auch wenn meine Haare abstehen. Sorry dafür. Kommt der schöne Teil der Arbeit, der Baumstumpf ausgraben. Unsere Lieblingsarbeit. Fundament, das Kompost steht. Da haben wir noch so einen riesen Oschi. Aber den kriegt man wahrscheinlich nicht raus, gell? Und ich säge mal den ein bisschen ab und überdecken den wieder mit Erde. Kommt gut. So, Freunde, hier haben wir das noch ein bisschen eben gemacht, muss aber noch ein bisschen Erde auffüllen. Und die Äpfel vom Vorjahr dienen jetzt als guter Kompost. Machen wir Feierabend, oder? Ja. Peri hat schön gekocht. So, Freunde, das war's jetzt mal wieder für diese Woche. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, da ich nicht so viel aufnehmen konnte. Aber das ist die Realität. Ich wünschte, ich wäre schneller, aber geht leider nicht. Nicht vergessen, gerne kommentieren, Daumen nach oben und abonnieren. Damit unterstützt ihr mich. Ich danke euch dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao.